Ihr beide wart mit dem Herrn Huber schon mal auf Tour. Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen? Das können wir ganz bestimmt. Wir waren 2016 auf seiner Projektreise dabei. Man kann sich anmelden, ganz normal über die Homepage, und dann bekommt man irgendwann eine E-Mail. Und wir hatten das Glück, dass wir alleine mit ihm waren. Also wir waren zu dritt mit Helmut unterwegs und in Indonesien selber, also speziell auf Borneo, ist noch ein Forst, der Forstbehörde, ein Mitarbeiter der Forstbehörde, und hat uns da begleitet. Das ist der Ijak, der hilft Helmut Huber, um seine Projekte da durchzusetzen. Es ist immer schwierig, wenn man als Deutscher einfach nach Indonesien geht und sagt, hallo, hier bin ich, ich habe ein bisschen Geld dabei, ich will jetzt die Umwelt schützen. Man muss da auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl dran gehen und muss da schon mit einheimischen Menschen zusammenarbeiten. Wir waren auf Java in dem Chickananga-Aufzuchtszentrum mit ihm und haben da das uns angeschaut und haben die Gelder übergeben, die Spendengelder übergeben, die da zusammengekommen sind, und haben uns das alles angeguckt. Und dann sind wir auf Borneo geflogen und haben da verschiedene Projekte angeschaut. Zum Beispiel das, was er auch heute Abend gesagt hat, das Nasenaffenprojekt, was wirklich großartig ist. Ja. Die Nasenaffen haben da ein schönes Gebiet bekommen, und wir haben auch den Verwalter kennengelernt, der sich dann darum kümmert, wenn keiner da ist, der das halt guckt. Aber das ist auch ein Umweltschützer, ein indonesischer Umweltschützer, der halt seine Natur liebt und auch der bei uns erzählt hat, dass er der macht Fotos und möchte mit diesen Fotos auch ein Buch machen, weil er sagt, dass er den nachfolgenden Generationen zeigen will, wie schön die Natur ist und dass es sich lohnt, sie zu schützen. Also die indonesischen Menschen wissen das schon auch, dass sie ihre Natur schützen müssen. Was hat euch denn persönlich motiviert, diese Reise zu machen? Der Schutz von Tieren. Also wir sind interessiert an Tieren, Tiere zu schützen. Im Speziellen sind es dann auch Orang-Utans, und wir sind auf den Verein gekommen, Mitglied geworden, haben dann auch über E-Mail Helmut kennengelernt und wollten dann einfach auch sehen vor Ort, was passiert mit dem Geld, was für Projekte gibt es, wie wird das Ganze umgesetzt von einem so kleinen Verein, der gut aus dem Präsidenten Helmut Huber besteht und etwa 300 Mitglieder, aber eben vor Ort auch viele, viele Menschen, die wir dadurch erfahren haben, in Indonesien, die diese Projekte eigentlich leben. Es kommt zwar das Geld dann aus Deutschland, aber das Doing selber passiert in Indonesien. Ihr habt mir vorhin verraten, dass ihr aus Hannover kommt. Wie gefällt es euch hier in Leipheim? Und habt ihr den Eindruck, dass in Bayern die Wahrnehmung von diesen Themen anders ist als bei euch in Hannover? Also uns gefällt es schon mal ganz gut hier. Wir sind jetzt das erste Mal in Leipheim. Wir wären wahrscheinlich hier nie hergekommen, wenn uns nicht der Naturschutz gerufen hätte. Die Wahrnehmung ist schwierig zu sagen. Man trifft eigentlich immer, wenn man unterwegs ist, auf Menschen, die sowas interessiert, und Menschen, die ignorant sind und denen es eigentlich egal ist. Und so Kollegen zum Beispiel, da spricht man ja schon auch mal über solche Themen. Das ist schwierig. Viele sehen es auch, aber sind nicht motiviert, was zu tun. In ihrem Konsumverhalten was zu tun, was zu ändern. Oder man muss ja nicht spenden, wenn man nicht will. Aber man muss ja auch nicht solche Projektreisen mitmachen. Man kann meinetwegen gerne in Mallorca am Strand liegen. Das finde ich jetzt nicht wichtig. Aber ich finde, über das Konsumverhalten könnte man schon nachdenken in Deutschland. Man
Und das sind ja auch Kleinigkeiten, die man ändert. Also man muss ja nicht sein ganzes Leben umkrempeln. An kleinen Stellschrauben kann man so viel bewirken. Und wenn man andere motiviert, es auch so zu tun, ich finde, dann hat man schon eine Menge getan. Zum Schluss noch die Frage, wie fandet ihr jetzt die Veranstaltung an sich, aber auch die Gäste, die auf dem Podium waren? Ich fand es sehr gut, ich fand es eine gute Mischung. Es war auf der einen Seite der medienwirksame Schauspieler, der diese Thematik in die Öffentlichkeit bringt, auf der anderen Seite der, sag ich mal, Präsident eines sehr kleinen Vereins, die Umweltschutz betreiben, und dann zum dritten der Politiker, der hier in Deutschland vor Ort versuchen kann, was zu bewegen. Und auch, wie ich den Eindruck habe, wirklich sehr motiviert ist, etwas zu bewegen. Und was mir sehr gut gefallen hat, dass alle drei wirklich, so schlimm, so schrecklich das ganze Thema auch ist, immer noch eine positive Einstellung haben weiter. Nie aufgeben. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke.